Zwei kranke Tauben. Zwei kranke Tauben, Freunde. Wir haben Halsschmerzen. Das Todeskarneval ist vorbei. Ja, wir sind die letzten Überlebenden vom Karneval. So, Ladies and Gentlemen, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Aus den Heiligen. Aus den Heiligen Hallen. Je nachdem. Könnt ihr mal abstimmen in den Kommentaren, wer recht hat mit seiner Aussage. Ja, wir werden heute weitermachen mit unserem Porsche Cayenne. Überwiegend im Heckbereich. Vielleicht auch ein bisschen im Frontbereich. Dann mache ich nämlich auch weiter. Wir haben ja das letzte Mal damit aufgehört, diesen Bügel hier zu bauen. Und diese Verriegelung hier anzubringen. Und jetzt werden wir auf diese zwei Bügel quasi einen Aufbau machen. Pascal, was haben wir vor? Ersatzrad rechts. Ja. Und links zwei Kanister. So sieht's aus. Also zumindest ist die grobe Theorie. Jetzt müssen wir erstmal eine Position finden, wo unser Ersatzrad hinkommt. Und da diese Teile ja relativ riesig sind, ist das die größte Schwierigkeit, da hier nicht die kompletten Rückleuchten zu verdecken, würde ich sagen. Deswegen müssen wir erstmal eine perfekte Position finden. Muss man ja sehen, ne? Kennzeichen müssen wir uns dann übrigens auch nochmal Gedanken machen, weil das sieht man dann auch nicht mehr, theoretisch, ne? Seitdem wir machen einfach auf unseren Ersatzrad, machen wir keine Felge drauf. Fabi, ja. Machen wir es mittig, oder? Machen wir es mittig, keine Felge drauf, sehen wir noch das Kennzeichen. Ja. Ja, ist schon ganz schön am Gravenzmann. Wer fahre ich mal, was ich höre? Das ist so, circa, ja. Was? Ja. Shake? Ja, Fabi, du musst bedenken, wir müssen ja auf den Balken hier unten drauf kommen. Das heißt, wir müssen sogar noch schräger. Jetzt müssen wir den Balken sehen. Jetzt muss der Balken hier in der Mitte hochstalzen und muss in die Mitte der Felge hier reinragen. Weißt du, wie ich meine? Das muss ja an dem Rad vorbei quasi, der Stickel, der da gerade hochgeht. Also, um euch das kurz zu erklären und dem Fabian gleich mitzuerklären. Wo haben wir denn die Felge, die Richtchen? Hast du versteckt wieder, ne? Ja, dann mach mal deinen kleinen Präsentationsmoment, Pascal. Also, wir haben hier einmal eine Grundplatte schon bestellt, ausgelasert in einer perfekten Größe und Rundung für die Anlagefläche unserer Felge. Hier ist das schöne Schmuckstück. Jetzt drehen wir das mal rum oder fahr gleich mal mit hier vor. Fabi, damit du das verstehst. Hier das Ding kommt jetzt quasi so dran. Da macht der Pascal jetzt hier so ein paar Stehbolzen, schweißt hier an, dass wir das hier durchführen können und von vorne mit Muttern verschrauben können. Und dann werden wir quasi diesen Stickel nehmen, hier auf die Stoßstange aufbringen, so etwa. Und das Ding muss dann quasi an der Felge schräg vorbeiragen und hier auf unsere Grundplatte ragen. Zusätzlich werden wir dann noch eine Querstrebe ziehen. Weil ich gehe mal davon aus, wenn jetzt hier der Stickel nur einzeln hochsteht, ist das ein bisschen sehr schwunghaft, ne? Das wird uns dann hier umher vibrieren und deswegen wird man dann nochmal mit einer Querstrebe zusätzlich hier oben an unsere Radaufnahme gehen. So zumindest die grobe Theorie. Hast du verstanden? Ich hab's verstanden, aber warum sieht das hier auch eine Scheiße aus? Nee, wie meinst du das? Sieht gut aus. Ja, aber das ist da auch gerade hier. Das ist auch gerade, aber die haben ein anderes Verfahren gewählt. Zur Befestigung. Aber der Pascal zeigt dir mal ein Beispielbild, so sieht das aus. Vom Harry Schön. Seinem Porsche Cayenne. Ja, und sieht man es auch mal seit. Warte mal, habe ich auch jetzt schon. Naja, Das schmiegt sich ja auch schon fast ein bisschen mehr der Fahrzeugkontur an, weißt du, ich meine, als wenn das so gerade da hinten drauf steht. Ich bin entsetzt. Also, wir merken auf jeden Fall bei diesem Offroader, dass das sehr viele Meinungen in ganz viele verschiedene Richtungen gehen. Das stimmt, Freunde, also es ist echt Katastrophe. Normalerweise gebe ich da ja einen Scheiß drauf, aber da ich ja jetzt ein besserer Mensch geworden bin, Freunde, und auch mal die Meinung anderer Leute annehmen, deswegen werden unsere Projekte auch nicht mehr so schön in Zukunft, sorry dafür, sind wir auch bei der Front hier ziemlich zwiegespalten. Also die Hälfte der Truppe will ja nur diesen Frontträger in der Mitte haben, also dieses Viereck, und wollen halt diese Radseiten hier komplett aufhaben. Aber ich habe jetzt schon mal angefangen, hier einen Abschluss der Stoßstange zu bauen, und da werden wir wahrscheinlich zusätzlich nochmal hier so eine Querstrebe reinziehen und dann rechts und links das auch nochmal mit Blech verkleiden. Ob das jetzt optisch so geil kommt, wissen wir noch nicht. Die lassen jetzt erstmal den Johansi wieder die komplette Party hier bauen, sagen dann, es gefällt uns doch nicht so, und dann schmeißen wir dann hier die 3 Tage Arbeit, die ich hatte, weg. Oder? So in der Art wird es laufen. Der Hansi ist einfach selber nicht so ganz überzeugt, möchte aber selber gerne einfach mal sehen, und bauen macht es aber jetzt von anderen schon wieder abhängig. Nein, ich finde halt irgendwie, dass das zu unserer Mentalität dazugehört, dass, weißt du, da jetzt nicht einfach nur so einen Bügel in die Mitte reinzünden und den Rest halt einfach so abgeschnitten lassen. Das muss halt schon irgendwie ein rundes Ergebnis sein. Es muss halt auch gut aussehen. Und es muss halt auch gut aussehen. Wenn du wie Harald Glückler aussiehst. Weil du viel gemacht hast, siehst du ja auch ein gutes Argument. Das stimmt. Also besseres Argument gibt es ja wohl nicht. Ja. Was wollte ich sagen? Naja, ich baue das jetzt erstmal vorne in der Ecke auch und dann gucken wir uns das jetzt mal an. Dann stellen wir es gleich komplett weg. Und ja, Pascal, wir werden jetzt erstmal hinten eine Höhe ermitteln, wo wir das Ersatzrad anbringen, und dann werden wir da auch loslegen. Ohne Action.
dann könnten wir mal anschrauben und aufstellen. Jetzt am Sphägel und Draht, guck mal. Und dann können wir eventuell noch mal ein bisschen tiefer gehen. Deswegen lassen wir das ein Stück länger, das Profil, würde ich jetzt sagen. Ist mir gerade wieder aufgefallen, dass ich ein Mann bin, Fabian. Ich war jetzt so mit dem Film konzentriert, dass ich ihm gar nicht zugehört habe. Du willst jetzt die Grundplatte erstmal bauen und den Stickel da grob befestigen oder was? Genau. Ja, aber wir müssen ja auch mit einberechnen, dass wir dann seitlich mit dem Träger noch kommen, ne? Also wenn du den Stickel, also wenn du das Ding jetzt hier einfach hier auf die Grundplatte auftreffen lässt, musst du ja mit einberechnen, dass vielleicht der Querbalken, der da noch kommt, auch ja, da hier gleich seinen Platz findet. Genau. Und ich hätte ja auch zum Beispiel das Spiel nicht so gemacht, dass ich einfach hätte hier random abgeschnitten, hätte ich eh nicht so gemacht. Ja. Ich hätte den oben geknöpft, also ich hätte da eine Ecke rausgeschnitten, ja, hätte den geknöpft, damit wir wirklich schön auf der Grundplatte auch und hatten wir hier, ah, ja, weißt du? Ach, du willst erst gerade raus. Genau, aber ziemlich kurz auch nur, ja, weißt du? Jetzt meine Variante sieht erstmal besser aus und ja, denke mal ein bisschen mehr Halt. Das stimmt. Na ja, gut. Baue ich das erstmal und dann schauen wir mal, was wird. Dann schauen wir mal, was wird. Das haut voll gegen meinen Symmetriemonk, ne? Dein Symmetriemonk, das Ding hinten nee, ist doch. Das Ding ist auch schräg. Das ist so. Das stell mal bitte den Reifen kurz gerade hinten auf. Vor 5 Jahren habe ich so Bilder im Kopf gehabt, wo die Dinger einfach gerade hinten draufstehen. Das wir bauen zerstört mein komplettes Weltbild gerade. Ja, wir bauen aber kein Auto, so wie du es mit 5 Jahren gemalt hättest, Fabian. So, und wenn das jetzt noch ein bisschen angestrichen ist, ist es doch noch mal harmonischer. Wir haben das Ding gerade fast schräg auf die Heckklappe gehalten. Was ist das? Das sieht aus. Ist das schön? Ja. Echt? Ja, dann mach ich so. Ja, keine Ahnung. Oder auch doch nicht auf einmal, oder? Sie sind aber sehr gekommen. Naja, ganz unrecht hat er nicht, Pascal, das muss ich schon sagen. Ja? Aber ich habe mich halt zeittechnisch jetzt auch auf die Expertise anderer Leute verlassen, die das vielleicht schon gebaut haben und mir das ganz gut zugesagt hat. Aber jetzt, wenn ich das so in Real Life sehe hier, muss ich auch sagen, dass es fast die gerade Variante irgendwie schon ein Ticken geiler aussieht. Weiß ich aber noch nicht so genau. Oder? Müsste ja sogar noch schräger. Müsste ja wahrscheinlich sogar so. Aber der müsste auch tiefer. Halt du mal kurz, ich halte es mal kurz, wie so, es eigentlich. Nein, wie es eigentlich müsste. Wie es eigentlich müsste. Ach, das ist schwer. Das sind meine Schuhe. So, das ist alles schlecht jetzt. Zeig nochmal vom Harry das Bild, weil ich glaube nämlich, dass. Das ist weiter oben mit Harry. So Harry! Harry! Das ist ungefähr. Guck mal. Ja, der Träger ist genau auf der gleichen Höhe wie unsere auch. Ja. Hier bei dem Licht, also bei dem Parksensoren. Aber das müssen. Also der ist noch ganz schön höher sogar. Gib mir mal einen kurzen Stickel, dass man mal wenigstens so vom Stehen hier macht, wie schräg man müsste, um eigentlich davon vorbeizukommen. Die ganze Karre ist gleich kurz und klein. So ungefähr müssten wir mindestens. Also ich finde beide Varianten nicht schlecht, das ist echt zu geben. Also ja, dann halt das mal so, dass Hansi auch nochmal gucken kann, wie es gerade war. Ich weiß einfach ist, klar, wir kaufen uns noch 2 Cheyennes und dann baut jeder seine Ex-Karre so, wie er sie gerne hätte. Geht mir auf den Sack hier mit dieser Zwiespaltigkeit in diesem Raum. Das Ding ist ja, wenn wir es nicht so machen würden, wie wollen wir denn festmachen, wenn der gerade drauf sitzen würde? Ja, das machen wir mit Bluetooth. Man kriegt der Fabian schon irgendwie hin mit dem Rechner hoch. Die wollen anscheinend ein hässliches Auto bauen, ich weiß auch nicht. Dann wird es kompliziert und dann geht es auf einmal nicht. Okay. Naja, stell mal das Rad gerade drauf und dann soll dir der Fabian mal erklären, wie er dann die Befestigung bauen will. Sei doch nicht so. gefällt dir das, wie das schräg drauf sitzt? Gefällt dir das? Also wenn man es schön macht und schön hinkriegt. Ja. Waren aber jetzt auch viele Wenns, ne? Gefällt mir das schon. Allerdings ist es so auch nicht verkehrt, muss ich dir recht geben, Fabian. Mit der geraden Version. Allerdings haben wir jetzt halt die komplette Konstruktion so konzipiert, dass das mit der schrägen Version angebracht wird. Jetzt ist es halt schwierig, wenn der Reifen ja jetzt schon so nah an der Heckklappe dran ist. Obwohl, der muss ja nicht, den könnten wir ja theoretisch auch so, so stehen die ja immer meistens ab von den Kisten, ne? Ja. Aber trotzdem ist es ja jetzt schwer, bei den Balken da irgendwo einen Anschluss zu finden. Der müsste ja mindestens so sitzen dann, damit der Balken jetzt hinten gerade hochgehen kann, obwohl das jetzt auch so verkehrt. Du kannst ja hier mit dem breiten Flachstahl, den ihr habt, hier aufsetzen und dann hinten hoch. Naja, aber das ist ja dann so, das sitzt ja dann nur auf so einer Platte. Nee, schon auf dem Träger. Naja. Das wird anscheinend schräg. Jeder Akku ist jetzt leer. Ich verabschiede mich schon mal. Wir sehen uns gleich wieder. Mit einem hoffentlich schönen Ergebnis. So, wir sind mit einem Lachen zurück, Freunde. So, da biege mal hier dein Konstrukt, damit ich mal erklären kann, was das überhaupt ist, was du hier gerade schon wieder
fabrizierst. Das war ja einfach. Das war ja einfach. So, Freunde, der liebe Pascal hat jetzt hier unsere Flanschplatte fertig geschweißt und gebaut. Das sind jetzt 4 alte Radbolzen, von hinten durchgesteckt, verschweißt, verschliffen. Und das passt jetzt wiederum perfekt in unser Ersatzrad hier rein. Und kann jetzt von vorne mit Muttern verschraubt werden. Ja, das ist quasi unsere Grundplatte, wo wir jetzt anflanschen werden, hier mit unserem Bügel, den der Pascal gerade hier gebogen hat. Den müssen wir jetzt dementsprechend dann auch noch einkürzen, aber wir können ja mal kurz fürs Verständnis das Teil hinten reinhalten, in die Felge. Das wird schwierig, ja, aber... Naja, so kommt es ja nicht dran, Meister. Wie kommt es denn an die Platte dran? Jetzt kommt es mal so dran, aber ich denke... so soll es dran, an die Platte. Also ne, in der Theorie. Das soll jetzt hinten auf die Stoßstange. Genau. Und das kommt dann hinten an die Platte dran. Und somit würde dann jetzt unser Ersatzrad ungefähr 1,5 Meter vom Auto abstehen. Nein, muss es natürlich dementsprechend hier noch irgendwo einkürzen jetzt. Ne? Genau. Nur fürs Verständnis. Ja, Pascal, dann machen wir das erstmal. Und in der Zwischenzeit bin ich vorne auch weitergekommen. Wir sind uns immer noch optisch ein bisschen unschlüssig, ob das hier so die richtige Reise ist, die wir machen. Wir haben aber eben schon mal den Scheinwerfer drin stecken gehabt und das Rad da hinten drauf gehabt, damit man mal so ein bisschen die Endoptik sieht. Und ich muss sagen, das hat uns dann schon ziemlich zugesagt. Das sieht jetzt zwar alles noch ziemlich wild aus hier, aber ich glaube, wenn das dann alles dementsprechend lackiert ist, hier mit Blechen verkleidet ist, hier eine Winde in der Mitte drin ist, sieht das dann optisch schon nicht schlecht aus. Also nicht schlecht, sondern sogar gut. Auf jeden Fall besser, als die Radseiten hier einmal komplett aufzulassen und da gar nichts hinzubauen. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich schweiße jetzt hier erstmal ein bisschen weiter durch die Geschichten. Ihr könnt ja mal sehen, wie sich das hier schon wieder verzogen hat. Das lag hier eigentlich komplett an der Stoßstange oben an. Aber ich habe jetzt hier vorne am Rahmen schon mal eine Naht durchgezogen. Natürlich hat sich das beim Schweißen wieder so verzogen, dass das jetzt hier wieder Abstand hat. Aber das werde ich mir dann wieder hier mit der Querstrebe hochdrücken. So, Freunde, der Winkelhalter hier ist jetzt fertig, hat der Pascal hingeschmiedet, des Todes. Und das wird jetzt hier so aufgelegt, wie ihr sehen könnt, in dem perfekten Winkel hier auch schon abgetrennt. Das hier so aufgesetzt und haben jetzt hier auch noch einen Zentimeter Spalt zur Felge, liegt jetzt hier am Reifen auf. Verhindert auch nochmal zusätzliche Schwingungen, ne, wenn das ein bisschen gestützt ist. Und werden das Ganze jetzt erstmal grob anpunkten mit 2-3 Schweißpunkten und dann mal hinten auf die Stoßstange stellen und mal schauen, wie das Ganze hier so optisch wirkt. Gerade die kritische Schräglage des Reifens werden wir mal beäugen. Also wir wissen selber jetzt noch nicht, wie es wird, gell? Ja. Deswegen. Ja, das ist schwierig, alles zu ermitteln, wie das dann alles steht, aber wird mit einer leichten Neigung hinten auf der Stoßstange stehen. Aber ich gehe mal davon aus, sieht ganz gut aus. Ich auch. Werden wir gleich erfahren. Genau, ich bin auch gespannt. So, schauen wir mal, was wird, oder? Ja, sind wir gespannt. Oh, 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 oh. Also ich finde es schon mal so nicht schlecht. Du. Ja, ich nehme mich auch nicht. Muss ich ganz ehrlich, das sieht zwar nicht, weil die zwei Vögel... Ah, jetzt sieht man es. Nehmen das mal. Konzentration jetzt beim Übernehmen, ne? Echt? Ja, das rutscht. Konzentrieren muss ich. Ja, das steht da unten, sag ich mal, und oben an der Heckscheibe, und unten schön gleichmäßig weit weg. Und hier in dem Punkt wäre am nächsten dran, gell? Ja, dann mach fest. Kann man das mal irgendwie so mal so grob fixieren? Mit dem auf Ding? Keinen Fall. Unten mit der Zwille, mit der Ja, da haben wir nämlich auch ein bisschen die Flucht von dem Fahrzeug. Weißt du, was ich meine? Ja. Was wir auf dem geraden Stück jetzt wären. Das ist halt auch in real life, ist das halt auch ganz schön wuchtig, ne? Muss man mal so sagen. Also auf Bildern kommt das nie so rüber, dass das so krass ist, dass da jetzt nicht so ein riesen Ballermann draufhängt und so. Aber jetzt guckst du mal, wir können uns gerade noch zum Auto. Gucken wir mal. Schauen Sie mal. Schauen Sie mal. Von weitem, ich habe Sicht. So, gell? Ja. Dann siehst du gar nicht so verkehrt aus. Also nicht so weit weg vom Fahrzeug wie bei den anderen meisten. Ja, ich meine, an dem Punkt hier, sag ich mal, geht es eigentlich nicht an. Fabi, guckst du auch noch mal? Ich guck die ganze Zeit. Wo soll ich noch? Von weitem, schau mal von weitem. Ja, das ist schön. Wie gesagt, wir können, wenn du jetzt von der guckst, auf die Flucht. Das kennen wir verkehrt aus. Das Problem ist halt jetzt eins, dass von der Heckklappe jetzt ein bisschen der Unterschied ein bisschen anders ist, gell? Und Herr Fleck, was sagen Sie dazu? Ja, schön. Offiziell versauert die Karre. Ich finde es nicht. Ist schon. Macht schon sein Zeug so. Weißt du, wie viele Kisten es gibt, die das Ding so schräg drauflegen? Ja, aber du bist ja nicht jedermann, ne? Nee, jedermann sind wir nicht. Aber ja, wir könnten höchstens jetzt. Nichts, mach das fest jetzt so. Wo ist das Schweißgerät? Nee. Hier, komm.
bisschen ausmessen und ausrichten. Und ja, komm, setz den Punkt. Wer viel misst, misst viel Mist. Können wir denn das mal irgendwie hier anklemmen? Gut, nochmal Feierabend. Ja. Also ich. Geht gleich weiter, Freunde. Ciao. So, Freunde, gleich ist es soweit. Pascal hat jetzt hier den Träger unseres Ersatzrades weitestgehend fertiggestellt. Auch noch ein kleines Versteifungsblech gebaut, was jetzt hier oben eingesetzt wird, damit wir hier so wenig Schwingungen haben wie möglich. Das wird der Pascal jetzt hier noch rundherum schön verschweißen. Und dann können wir uns das Ding eigentlich schon mal hier aufsetzen und anpunkten. Und dann mal schauen, wie das Rad dann letztendlich hier steht. Ich denke mal, wir werden das dann noch mal einen Ticken reinkippen, ne? Ja. Haben wir ja gestern gesagt. Aber das wird man gleich sehen. Ja, da schweißen wir erstmal schnell den Halter rein. Und dann gucken wir mal. So, Freunde, Pascal hat das Ding hier fertig durchgeschweißt. Guckt euch mal die Schweißnähte hier an. Wie aus dem Bilderbuch, Freunde. Oh, Lob ist schön. Lob ist schön. Aber es ist hier ganz Sano genug, Pascal, oder? Ja. So, Freunde, dann wollen wir mal das Ding draufheben und mal gucken, ob wir es in Position kriegen. Willst du es jetzt auch gleich anpumpen, oder? Ich würde das mal hinstellen, willst du da gleich anpumpen. Das sehen wir jetzt genau mit dem Scheiben da. Und dann gleich einen Punkt setzen. Also müssen wir jetzt zu dritt hier anfassen, oder? Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon, ja. Freunde, ich stelle euch mal schnell hier hin. Mal kurz festhalten hier. Hier wurde gerade festgestellt, dass das doch gar nicht funktioniert. Machen wir die Heckklappe auf. Naja, an sich schon mal geil. Was mich jetzt ein bisschen stört, ist, dass wir halt jetzt so einen Trall nach da haben. Was ich auch, kann nicht machen, was ich will. Gefällt mir optisch jetzt nicht so. Könnte man nicht machen, aber notfalls. Aber deswegen habe ich halt von vornherein gedacht, wenn man den einfach gerade dazu stoßen lässt und der da oben seitlich anflanscht, wenn man den schon eingewinkelt hätte, weißt du, dass das so hochdrückt, dann wäre das Ding hier gerade gekommen. Wir können jetzt immer noch, also das können wir immer noch gerade machen. Wir lösen die Flanschplatte und klappen die Flanschplatte einfach rum und schweißen den mit zu. Und so wie es aussieht, müssen wir die Flanschplatte auch nochmal irgendwie nach da, weil das Hauptproblem, Freunde, was wir gerade festgestellt haben, und das hier öffnen, diesen Öffnungsmechanismus, der wunderbar funktioniert. Sehen wir aber, dass wir hier die Klappe oder die aufkriegen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so krass wird. Deswegen gucken die wahrscheinlich manchmal ein bisschen auf die Rückleuchte, wenn du hinten guckst. Ja. Weil der Drehpunkt bleibt ja immer der. Ja, aber es ist ja theoretisch egal, wenn wir das jetzt weiter nach Richtung Rückleuchte gezogen hätten. Hätten wir ja trotzdem nicht mehr Platz gehabt. Wenn er jetzt noch ein bisschen weiter links kommen würde, also das Ding weiter links noch, dann wäre es gegangen. Herzlich willkommen zurück in der Problemlösungsrunde, Freunde. So, wir haben das ganze Konstrukt jetzt nochmal kurz und klein geschnitten, ne, Pascal? Ja. Wir haben das Ding jetzt nochmal runter gemacht. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen Winkel drin in dem Schrägbalken hier hinten, gell? Der Pascal hatte das jetzt angebracht, dass das schon in der Schräge mit drin ist, hatte aber den negativen Nebeneffekt, dass das Rad nicht nur Richtung Heckklappe oben reingekippt ist, was dem Fabian erst schon nicht gefallen hat, ne? Sondern zusätzlich auch noch in Richtung Beifahrerseite so ein bisschen gekippt war. Ja, das sah erstens optisch nicht schön aus und zweitens haben wir ja das Problem mit der Heckklappe gehabt. Also wir haben das jetzt exakt um eine Breite des Balkens, der nach oben geht, jetzt nach links versetzt, sind jetzt somit auf der Geraden hinten fluchtig. Somit sollte das Hinterrad jetzt auf jeden Fall schon mal gerade drauf sitzen. Jetzt hauen wir das mal schnell drauf, ne, und checken erstmal, ob es jetzt wenigstens gerade drauf sitzt und ob vielleicht auch schon die 4 cm, die wir jetzt nach links gewandert sind, ausreichen, damit dann im Endeffekt hinten die Heckklappe aufgeht. Mal anschrauben hier an sich. Machst du mit? Meister. Ja. Ich schraub an, ihr hebt hoch oder mal. Jawohl. Hält er? Halten die unten die 4 Schweißpunkte, meinst du? Eigentlich müssen wir halten. Ist hier, oder? Zum Fabian lenken. Ja, genau. Perfekt. So. Ja, theoretisch hältst du ja jetzt von alleine erstmal. Ja. Du kannst ja mal hier das Gerät nehmen. Was hat euer Gefühl? Ich sag, es ist kurz vor Funktion, funktioniert aber noch nicht. Auf jeden Fall gefällt es mir jetzt optisch schon mal sehr, dass das Ding jetzt hier hinten mit der Heckklappe schön gerade flächt, damit man hier vorne so ein bisschen reinkippt. Das sieht schon mal
optisch geil aus. Gibst du mir da recht, Pascal? Guckst du mir an, ich hab's nicht gesehen. Guckst du dir an? Ich meine, vorher war es jetzt auch nicht weltdramatisch, aber. Nee, aber stimmt schon, Fällt so besser halt, ne? Fabian. Oh Mann, das wird noch nichts. Kippen wir weiter. Guck mal hin, Junge. Alter! Müssen wir öffnen oder was? Ja, warte mal, wir müssen ja dann hier. Machen ja dann hier eh so ein Riegelding rein, ne? Genau. Damit wir das dann hier einrasten können. Ja. Und wenn das dann, schlag mich tot, in der Position hier einrastet, mit Rückleuchte, würde auch noch funktionieren. Machen wir auf das Gerät. Das ist der Dicksat. Reicht's. Die Freunde. Krank, geh weg. Ja, wir sind hier alle krank des Todes. Ich denke mal, das hört man auch in unserer Stimme, ey. Ja. Karneval hat uns echt hingerichtet. Ja. Dann würde ich sagen, können wir das schon mal so lassen. Jetzt haben wir aber noch ein großes Problem, nämlich hier das kleine Schwingungsproblem. Dass das jetzt hier schwingt wie Sau. Ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal den Querbalken neu rein. Setzen den vielleicht einen Ticken höher an. Ungefähr hier. Ziehen den hier hinten schräg runter. Und wir hatten ja vorhin ja auch nur angepunktet. Ich würde sagen, wir verschweißen das dann erstmal massiv und gucken mal, ob das schon was bringt. Und wenn nicht, müssen wir uns auf jeden Fall hier hinten noch irgendwie eine Mechanik Richtung Heckklappe einbauen, dass das Ganze hinten nochmal stützt, damit das dann nicht schwingt. Jetzt hier im Stehen ist das alles schön und gut, dass man das schon mal hier so ein bisschen bewegen kann. Aber wenn das Ding halt mal richtig in Action ist und wir quasi senkrecht eine Wand hochfahren mit dem Ding, mit 150, dann kann das schon sein, dass das hier ganz schön aufschwingt und nicht, dass uns das Ding hinten runterbricht. Ja, dann ist die Mission schon mal geglückt, Gott sei Dank. Ja. Es gab nämlich eben schon lange Gesichter hier. Ich dachte schon, oh oh. Dann schauen wir mal weiter, wie wir das mit der Schwingung hier in den Griff kriegen. So, Freunde. Ein Jahr später, der Pascal hat mittlerweile hier auch die weitere Strebe wieder eingesetzt für die Stabilität von links nach rechts. Wackeln in Fahrtrichtung tut es immer noch ein bisschen, da müssen wir uns da noch was einfallen lassen. Aber wir haben noch ein kleines anderes Problem, nämlich dieser Auflaufbock hier, der hier schon drauf war, den der Pascal mittlerweile wieder ausgetrennt hat, dass die Auflageflächen nicht groß genug sind, ne? Genau. Also unten, wie gesagt, sieht man ja hier nicht lang genug und hinten auch nicht, um da noch ein bisschen mehr Stabilität reinzubekommen in der Schwanken, wollen wir das jetzt nochmal auf die Höhe machen von dem Profil. Das heißt, wir bauen das Ding jetzt nochmal neu und der Pascal nimmt euch jetzt mal grob mit, zumindest videografisch. Ja. Wie er das bei dem Bock schon gemacht hat, das ist nämlich eigentlich auch ganz interessant. Hat er sich hier so einen Flachstahl genommen, so breiten, und sich schon mal Markierungen gesetzt mit den groben Maßen, die du jetzt an diesen Markierungen einsägst so ein bisschen. Genau, ein Flex, genau. Und dann wird das Metall geklappt, also gekantet so gesagt. Genau, dass das dann wieder genau diese Form hier annimmt, nur halt größer. Genau. Ne? Und das machst du jetzt. Zeig es den Jungs mal. Ja. So, Freunde, willkommen zurück. Mittlerweile mit unserer neuen Werkstatteinrichtung von Würth. Arbeitet sich schon recht geil hier mit dem neuen Zeug, ne, Pascal? Ja, Leute, hier sind wir auch schon weitergekommen. Der Pascal hat mittlerweile den Auflaufbock hier einmal erneuert und vergrößert. Mit einer Hand ein bisschen schwer. So sieht das Ganze jetzt aus hier. Und zusätzlich haben wir uns jetzt auch schon eine Verriegelung hier installiert. Ja, der Pascal jetzt hier so zwei Laschen angeschweißt und wir haben uns hier so einen kleinen Verriegelungsmechanismus bei eBay bestellt, der jetzt quasi in das hintere Loch beim Aufklappen hier perfekt einrasten kann. Und somit ist dann unser Ersatzrad auf dieser Seite hier stabilisiert und das Ganze werden wir dann auf der Seite hier auch noch machen. Hier sind auch schon die Vorrichtungen geschweißt und können das dann dementsprechend auch hier verriegeln. Ja, kommt es auch hier wunderbar bei von der Seite. Einfach wieder entriegeln und dann kann man das Ganze wieder zuklappen. Wir werden jetzt wahrscheinlich nochmal hier eine kleine Anlaufphase dran bringen, Pascal, ne? Ja. Dass man das beim Öffnen nicht unbedingt hochziehen muss, dass das dann quasi alleine hier einmal drauf rutscht. Ja, der nächste Step wäre jetzt auf der anderen Seite ein Halter für unsere zwei zusätzlichen Kanister hier anzubringen. Da haben wir aber jetzt erstmal Material bestellt, weil wir noch nicht so richtig wussten, wie wir das Ganze bauen. Wir haben zwar von der Firma Tiger Expect eine perfekte Halterung bekommen, allerdings wissen wir noch nicht, ob wir das so machen oder ob wir uns da jetzt selber so einen richtig geilen Metallkorb bauen. Deswegen werden wir uns da jetzt erstmal Material bestellen. Ja, in der Zwischenzeit werden wir jetzt aber an der Vorderseite weitermachen. Da bin ich ja jetzt soweit durch mit den groben Konturen unserer Stoßstange und jetzt wird sich der Pascal mal daran machen, unsere neue Seilwinde hier zu befestigen. Die Firma Lightparts hat uns da nämlich eine wunderschöne Seilwinde hier zur Verfügung gestellt.
Und diese werden wir jetzt vorne mittig im Fahrzeug anbringen. Ja, dann brauchen wir natürlich erstmal einen massiven Halter. Somit haben wir uns hier zwei massive L-Stähle besorgt, weil ein U-Stahl wäre eigentlich geeigneter gewesen. Ja. Aber den gab es natürlich wieder nicht in dem Maß, in dem wir das brauchen. Deswegen bauen wir uns das jetzt kurzerhand selbst. Der Pascal hat das jetzt hier schon auf den perfekten Abstand zueinander gebracht. Das werden wir jetzt hier nochmal verschweißen. Dann müssen wir ja auch hier seitlich die L's noch etwas einkürzen, damit uns das dann hier nicht im Weg ist, wenn wir das Seil hier rausfahren. Und natürlich auch rechts und links einkürzen, damit das dann perfekt hier zwischen unsere zwei Flanschplatten passt. Das soll nämlich hier anflanschen einmal. Müssen wir wahrscheinlich hier vorne beim Rohr nochmal einen Ticken ausklinken, weil wir hier ein Maß von 16 cm haben nach hinten rein. Und die Seilwinde soll natürlich auch schön mittig hier von unserem Frontträger rausragen. Ja, Pascal, da würde ich sagen, flexen wir jetzt erstmal ein bisschen an den zwei L-Trägern rum und gucken mal, ob die dann hier vorne in die Front reinpassen. So machen wir es. Und los. Der Pascal hat jetzt hier unseren Träger fertig geschmiedet. Wir machen auch mittlerweile dem Namen Tuning-Schmiede alle Ehre, würde ich sagen. So viel Metall, wie wir hier verarbeiten. Hier sind jetzt schon die Löcher auch gebohrt für unsere Aufnahme für die Seilwinde. Das Ganze ist jetzt hier nur grob verpunktet, weil wir werden das dann im ausgebauten Zustand hier nochmal alles komplett durchschweißen. Auch hier diese seitlichen Halter dann nochmal durchschweißen und so weiter und so fort. Und dann war zusätzlich original hier oben drinne noch so ein Halterträgerversteifung für unser Haubenschloss hier oben, damit das nicht so lavede ist. Das musste jetzt leider weichen und deshalb hat der Pascal jetzt hier nochmal einen neuen Träger gefertigt, den wir jetzt sozusagen hier einbauen können. Der wird einmal hier hinter verschraubt und oben werden wir ihn dann hier mit der originalen Aufnahme verschweißen, dass das dann hier schön trennbar ist. Hier ein paar Senkkopfschrauben noch rein und dann können wir das schön verschrauben. Ja, somit ist unsere Grundplatte für unsere Seilwinde jetzt fertig und der Pascal wird sich jetzt wahrscheinlich schon mal mit der Verschlussplatte hier vorne beschäftigen, ne? Genau. Da wir da noch ein bisschen Bedenken haben, da ja da auch anständig Zug drauf ist, also falls sie wirklich mal in den Einsatz kommen sollte, da kommt nämlich vorne so ein wunderschönes Maul rein. So sieht das Ganze aus, quasi die Durchführung für unser Seil mit dem passenden Haken hier dazu. Das wird dann quasi hier so eingeführt in die Schlaufe. Und der Clou bei der Geschichte ist, dass das Teil hier magnetisch ist. Ich habe mich nämlich schon gefragt, wie wir dann diesen riesen Haken hier irgendwo an der Front befestigen sollen, weil manche machen sich hier extra nochmal eine Öse hin, wo sie dann das Seil hier rüberlegen und den Haken dann hier einhaken. Aber bei dieser Technik hier, ist übelst genial, passt das hier perfekt rein und ist magnetisch und somit perfekt gehalten. Zusätzlich nochmal hier, gell? Das ist auch nochmal zu. Ja, genau. Also das Seil kommt ja dann hier rein. Wenn wir die Seilwinde dann zurückfahren, wird das dann automatisch vom Seil in diese Führung hier reingezogen und sitzt dann quasi hier vorne so schön an unserem Verschlussblech dran und ist wirklich eine saubere Lösung, weil wir haben das jetzt schon bei vielen Geländewagen beobachtet, dass das Seil dann halt wirklich irgendwo einfach unten oder oben an der Öse seitlich befestigt wird. Ansonsten würde das nämlich einfach rumbaumeln. Und wir haben jetzt, wie schon erwähnt, das Teil hier wunderschön in der Mitte sitzen. Ja, Pascal, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal die Verschlussplatte vorne, ne? Ja. Ja, zur Verschlussplatte, die wollen wir vorne nicht einfach nur allglatt machen mit der Durchführung für unser Seil, sondern wollen das dann auch dementsprechend noch so ein bisschen lochen mit unseren Stanzwerkzeugen. Ich glaube, da müssen wir nochmal eine größere Nummer bestellen, weil die Löcher, die wir bisher gemacht haben, auch beim Capri in diesen Fußabtritten, die waren noch ein bisschen zu klein. Die müssen ein bisschen größer werden. Und damit, wie ich eben schon gesagt habe, das nicht zu lavede ist vorne, das Blech aus dem Einsetzen, werden wir wahrscheinlich zusätzlich noch so eine Versteifungsstrebe einsetzen. Ne? Das zeigt mir dann, ja. Das zeichnen wir euch dann gleich. Also dann, let's go. Mal mit dem Edding nachzeichnen, ja. Oder schlag mich tot. Und dann halten wir das mal ans Kfz. Und dann sollte das doch so aussehen, wie es dann aussieht. Krasse Designfindungsphase hier gerade, oder? Ja, übles Brainstorming, Freunde der Sonne. Ich weiß gar nicht, wo wir hier aufgehört haben, Pascal, weißt du es? Irgendwo haben wir aufgehört. Jetzt machen wir genau hier weiter. Ja. Die Seilwinde haben wir hier befestigt, genau. Ja. Das Thema ist erledigt, das muss jetzt hier gleich noch durchgeschweißt werden dann. Das haben wir jetzt erstmal hier reingebogen, ne? Ja, und jetzt haben wir hier vorne die Verkleidungsbleche der Front schon angefertigt. Und die hängen jetzt hier drin und jetzt müssen wir hier so ein bisschen gucken, wie wir es schön machen. Also Zuneplatten, erstens optisch nicht geil. Zweitens, kühlertechnisch nicht geil, weil da muss natürlich auch noch dementsprechend ein bisschen Luft hier durchsausen. Das war hier schon diese riesen Seilwinde. Deswegen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar Luftschlitze. Der ursprüngliche Plan war eigentlich, da ein paar Löcher reinzuziehen mit unserem Schwanzwerkzeug. So sieht das aus.
Genau. Das war aber die falsche. Das war aber die falsche Blechstärke. Das ist 3 mm und das schaffen diese Stanzen nicht. Das seht ihr hier, aber dass das hier unten ausgerissen ist. Jetzt haben wir eigentlich 2 mm Alublech noch bestellt, damit wir das auf diese Variante machen könnten. Allerdings sagt uns das, glaube ich, optisch nicht so zu, wenn das jetzt hier alles mit Löchern gepflastert wäre, glaube ich. Oder doch? Das ist schon schlecht, dass du es hingehalten hast. Ja, ne? Ja, deswegen war eigentlich unsere Intention, da jetzt so ein paar lange Schlitze reinzumachen. Hier hat der Pascal jetzt schon mal welche angezeichnet an der Seite. Das heißt, hier diese Rundung, ne, wird hier dann quasi ausgespart, dass wir hier so lange Schlitze drin haben. Die wollen wir dann aber auch Richtung Mitte übertragen, dass die dann sich hier wieder finden, treffen und dann drüben durchragen. Damit diese Zwischenstege dann aber nicht hier so lavedes sind, wollen wir dann hier nochmal so ein paar Brücken stehen lassen, ne? Auch mit so Rundungen jeweils. Das ist jetzt zumindest der grobe Plan. Pascal zeichnet das Ganze jetzt erstmal auf und dann gucken wir uns mal das optisch am Fahrzeug an. Wir finden das dann wahrscheinlich für semi-gut, ja. Das weiß ich noch nicht genau. Und dann kommen wir wahrscheinlich wieder zur ursprünglichen Lochtechnik zurück. Zeit, ja. Da kann ja der Clemens dann für den Versand hier jetzt seine Briefe durchstecken und gucken, was für ein Porto er braucht, oder? Großbrief, Kleinbrief. Das kann man dann machen. Großbrief, Kleinbrief. Fabian zum Beispiel würde die seitlichen Bleche hier komplett weglassen, aber ich finde halt, da hätte es den Rahmen jetzt auch nicht unbedingt gebraucht. Das sieht dann schon gut aus, weil wir vertrauen uns mal, dass das ist jetzt sehr prägnant in diesem Aluminiumton. Wenn das alles schwarz in schwarz ist, der Rahmen als auch die Bleche. Ja, sieht richtig maskulin vorne aus, ne? Richtig maskulin vom Träger. Ja, naja, wir schauen mal, wie es wird und ihr schreibt in der Zeit mal in die Kommentare, wie es ihr gemacht hättet. Schlitze oder Löcher? Auf was steht ihr mehr, Freunde? Weiter geht's im Heckbereich. Wir haben jetzt hier nochmal so eine kleine Anlaufphase für unsere Verriegelung dran gebaut. Wie ihr sehen könnt, rutscht das jetzt hier selbstständig drauf und verriegelt sich perfekt. Somit haben wir das jetzt auch erledigt. Und jetzt kommen wir zum Hauptübeltäter in unserem Heck, ne Pascal? Womit wir vorneweg überhaupt nicht gerechnet haben, nämlich, dass unser Ersatzrad hinten schwingt. Wie ein Kuhschwanz, kann man mal so sagen. Ne? Also, wenn man jetzt fahren würde mit dem Ding und machen hier mal einen guten Satz über eine schöne Düne, über einen Hügel, dann würde wahrscheinlich Folgendes passieren. Mach das gerade nochmal. Das Teil hier schwingt enorm. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Wir haben uns da natürlich diverse Inspirationen von anderen Erbauern von solchen Haltern schon geholt. Allerdings haben die jetzt auch nicht mehr oder weniger Verstrebung eingebaut. Und ich weiß auch nicht, ob die alle dasselbe Problem haben. Auf jeden Fall müssen wir das jetzt hier irgendwie unterbinden, dass das Teil hier hinten sich so sehr aufschwingt. Ne? Da haben wir schon diverse Ideen gehabt mit einem Magneten, den wir bestromen, dass wir hinten quasi so eine Aufnahme einsetzen, einbauen. Wenn wir die Zündung einschalten, dass dieser Magnet bestromt wird und dann über Magnetismus sich heranzieht und das Schwingen unterbindet. Allerdings haben wir keinen Magnet gefunden, der dauerhaft bestrombar ist. Deswegen haben wir uns jetzt eine andere, ziemlich simple Lösung überlegt. Wir haben uns nämlich einen Anschlagpuffer bestellt. Wo ist denn das Teil eigentlich? Im Kofferraum. Deswegen haben wir jetzt folgenden Schlachtplan. Das ist das Teil. Das werden wir jetzt ungefähr in diesem Bereich hier hinten an der Heckklappe befestigen und werden uns hier in etwa quasi eine Stange, die nach außen ragt, ein Rohr anfertigen mit vorne einem Verschlussdeckel, was dann sozusagen ein bisschen unter Vorspannung hier auf unseren Gummipuffer auftreffen soll. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob wir hier in der Heckklappe genug Versteifung haben. Es fühlt sich auf jeden Fall sehr massiv an jetzt vorm Klopfen. Aber ich würde sagen, wir müssen jetzt erstmal die Heckklappe auseinandernehmen, gucken, was da hinten drinnen los ist. Eventuell sogar noch ein paar Versteifungsbleche hinten drinnen einschweißen, damit, wenn wir jetzt hier mit anständiger Kraft dagegen drücken, uns hier keine dauerhafte unschöne Delle in die Heckklappe drücken. Ja, und fürs grobe Verständnis wollen wir das jetzt quasi hier so auftreffen lassen. Also das, wie gesagt, hier soll das Rohr da noch hin, dass das dann hier mit einer leichten Vorspannung dagegen drückt. Ja, ich würde sagen, erster Step ist jetzt, dass wir erstmal die Heckklappe zerlegen und gucken, was da hinten drin los ist. Heckklappe ist zerlegt und wir haben jetzt auch hier einen perfekten, versteiften Punkt gefunden, dass wir auch genug Stabilität für unsere Anlagefläche in der Heckklappe haben. Ich habe das Ganze jetzt hier auch schon mal grob ausgemessen, angezeichnet und jetzt hauen wir hier erstmal ein 10er Loch rein. Mal auch nicht alle Tage, oder? Löcher in so einen Porsche reinzubohren. Stimmt. So, jetzt haben wir hier zwei Varianten. Pascal, kam nämlich heute noch so ein Puffer. Ah, okay. Einmal hier den großen und heute kam noch mal ein etwas kleinerer. Aber ich würde sagen, der
Der kleinere ist schon geiler, ne? Tut's auch, ja. Ist jetzt nicht so gewaltig auftragend und wir haben trotzdem das Rohr, was jetzt hier auftritt, ist trotzdem noch kleiner wie der Punkt. Da würde ich sagen, nehmen wir die kleinere Variante, dann haben wir auch hier nicht so einen Luftspalt von der Wölbung, von der Heckklappe. Und werden das Ganze dann vorm Verschrauben, nach dem Lackieren ja. Natürlich, würde ich sowieso sagen, noch mal ein bisschen eindichten. Ne? Ja. Schauen wir mal. Ja, jetzt haben wir uns hier noch so eine schöne Strebe rein, die dann ein bisschen mit Vorspannung hier gegenläuft. Das sieht gut aus, Meister. Das sieht gut aus. Anschlagpuffer ist verschraubt. Und unsere Anschlagmuffe, Gegenstand, ja. Wie nennen wir es? Bibus, habe ich jetzt auch angefertigt und hier schon fertig verschweißt. Und wenn wir das jetzt hier dran klappen, Freunde, hatte ich eben schon mal dran, haben wir hier auch jede Menge Stabilität drin. Also das sollte auf jeden Fall hier nicht mehr federn. Wir werden jetzt nochmal das Rad draufschrauben und mal gucken, ob das was gebracht hat hier. So Freunde, wir haben immer noch ein kleines Flattern drin. Wir werden jetzt nochmal den Anschlag-Gummipuffer tauschen gegen den großen, dass das ein bisschen mehr unter Vorspannung ist. Ich hoffe, dass das dann besser wird, aber wir haben auf jeden Fall schon hier einen Unterschied wie Tag und Nacht. Endlich, Alter. Ein Mistvieh vor dem Herrn. Ja, Freunde, wir haben das Vibrieren vom Ersatzrad tatsächlich jetzt wegbekommen. Ich habe das Anschlagpüfferchen wahrscheinlich nicht auf Vorspannung genug gebracht. Wir haben jetzt nochmal den dickeren Anschlagbock gewählt hier, das dickere Gummi. Und jetzt ist das Ding so ohne Vorspannung, dass sich hier wirklich nichts mehr bewegt. Weil es wäre wirklich katastrophal gewesen, wenn du das Ding hier halt richtig im Gelände bewegst. Ja. Und hier auch mal ein paar Sprünge machst, dass hinten das Hinterrad so vibriert und schwingt. Das wäre auf Dauer nicht gut gegangen. Ja, Gott sei Dank, Problem bewältigt. Ja, Freunde, ich würde sagen, mit diesem Erfolgserlebnis verabschieden wir uns von diesem Video. Wir sind jetzt ziemlich weit gekommen im Heckbereich. Ersatzrad ist endlich mal fest, schwingt nicht mehr. Im Frontbereich, wie gesagt, sind wir jetzt auch noch nicht weiter, wie wir eben gezeigt haben. Wir haben uns jetzt wahrscheinlich für die Variante mit Löchern entschieden, wie man unschwer sehen kann. Das ist jetzt ungefähr die Anordnung von den Löchern, die wir machen werden. Wir müssen jetzt allerdings noch warten, bis das mittlere Blech hier neu kommt. Weil wir haben hier 3 mm Blech und das lässt sich leider nicht so gut lochen, stanzen, wie das 2 mm Blech, was wir hier schon an der Seite genommen haben. Deswegen, Freunde, wird es da beim nächsten Mal wahrscheinlich weitergehen. Und erstmal sorry für dieses ganze Durcheinander, vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten. Aber da kann man halt besser vorankommen, ne? Wenn man überall mal so ein bisschen werkelt. Pascal hinten, ich vorne oder umgekehrt. Dann muss man zwischendurch noch ein bisschen auf Material warten. Aber ich denke mal, ihr könnt im Grundtext folgen hier bei uns im Umbau. Dann bedanken wir uns bei euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde. Ciao.